Sido ist zurück. Mit neuem Album, neuer Tour und einem neuen Tattoo-Studio in München. Mittwochabend präsentierte der 35-Jährige sein 6. Album vor ausverkauftem Haus im Zenit. 6000 Fans feierten zu alten Tracks wie Mein Block oder Fuffis im Club, aber auch zu neuen Songs, in denen Sido deutlich politisch Farbe bekennt und soziale Missstände anprangert. Vorbild will der Künstler, der mit früheren Hits auch gerne mal auf dem Index landete, dennoch nicht sein. Es gibt einiges auf der Welt zu diskutieren. Ne? Ukraine ist ja jetzt auch schon langsam so durch, ne? Aber da ist es köchelt auch noch immer noch. Es wird aber alles leider ein bisschen nach hinten gestellt, weil wir jetzt hier unmittelbar die Probleme mit den Flüchtlingen haben. Ne? Es gibt tausende Probleme. Ne? Donald Trump wird vielleicht Präsident von Amerika, auch ein Riesenproblem. Jetzt kommen wir alle wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln von Hip-Hop. Und da ging es darum, Missstände ansprechen und so. Darum ging es in den Anfangstagen von Hip-Hop. Und darum sollte es wieder ein bisschen mehr gehen, finde ich. Und da kommen wir, ich glaube, es ist auch das ist der Zeitgeist, ne? Wenn du mal so die sozialen Netzwerke anguckst und so, das ist das, worüber sich der Großteil der Menschheit gerade, man macht sich gerade Gedanken um die Zukunft. Für den Berliner hat sich seine Musik jedoch auch beim Thema Dissen und Battlen weiterentwickelt. War es vor ein paar Jahren noch gang und gäbe, Kollegen zu demütigen, wird jetzt probiert, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um Hip-Hop voranzubringen. Bestes Beispiel, der auf Sidos Album erschienene Song 301180. Wir haben früher, als wir unbekannt waren, Leute, größere Leute gedisst, haben auch mit Absicht gesagt, wir dissen die jetzt. Auch, ja, wir sind neidisch, egal, fick ihn. Ne? Das war anders. Wir wollten einfach dicke Eier beweisen. Heutzutage ist es eine Marketingstrategie. Und dann ist dann natürlich der legitime nächste Schritt, dann zu sagen, ne, dann kommen wir alle zusammen. Ne? Und die alle Rapper auf 301180 sind tatsächlich auch Rapper, die meine Karriere, meinen Werdegang so begleitet haben. Auch privat hat sich einiges bei Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, getan. Der 35-Jährige wird zum zweiten Mal Vater. In München eröffnete er ein Tattoo-Studio und unterstützt Freunde als Investor bei der Eröffnung einer Bar in der Landeshauptstadt. Sidos engste Freunde kommen mit dem Lebenswandel klar, aber... Da, wo ich jetzt wohne, merkt man aber den Unterschied. Ne? Da merkt man, dass die Leute mich nicht so akzeptieren und das nicht so cool finden, dass einer, der halb so alt ist wie die mit einem doppelt so teuren Auto, wie die da aus der Einfahrt kommt und so weiter. Ne? Das mögen die nicht. Und gerade in diesen Gegenden, wo Leute eben was erreicht haben, ne? Über Generationen oder was auch immer, da kommt jetzt so einer aus dem Viertel, der frisch aus dem Viertel ist, so ein neureicher Juppie, zieht jetzt dahin und so. Ich bin da einfach nicht gerne gesehen. Wir haben dann auch Briefe im Briefkasten, dass wir zurück in unser, gefälligst zurück in unser Viertel sollen, wir Zigeunerpack und so weiter. Ne? Knapp 3 Millionen Tonträger hat der Berliner mittlerweile verkauft. Insgesamt 20 Mal wurde er mit der goldenen Schallplatte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Wer den Rapper live erleben möchte, hat noch bis zum 7.12. an verschiedenen Orten in Bayern die Möglichkeit.